So, wir haben jetzt etwas vor mit Stilette. Und zwar ein kleinen Battle. Und dieser Battle nennt sich auch Cowboy und Indianer. Da freuen sich auch wahrscheinlich sehr auf. Wir fangen an mit dem Cowboy. Der Cowboy ist natürlich ein charakteristisches Geräusch, wie seine Pistole, der ist ja voll egal. Ein charakteristisches Geräusch. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Spiel manchmal 2-3 Stunden dauert, oder? Слева от меня вообще какая-то ебала творится. Und jetzt müsst ihr natürlich zurückschießen, denn sonst... Also ihr seid auch so tot, wenn die Pistole zuerst schießt. Aber Schuhe hoch, sag mal zurück. Ja. Und das ist normal. Ja, einige von euch hätten im Duell jetzt quasi schon den Sack gegeben. Nochmal. Sehr, sehr gut. Wusste doch, dass die beiden schießen können. So. Machen wir den zweiten Teil, den Indianer. Digga. Ja, Antwort ist ja nett, aber ihr wisst ja, das ist Grippezeit, Tröpfcheninfektion, damit alle was davon haben, zum Vor und Zurück, keine Hand. Ja. Wenn einer Grippe, dann alle. Okay? Also nochmal. Ah, da freuen sich die Bier. Ja, die erste Reihe, ne? Also die Dame, die guckt mich so an. Das habe ich vorher beobachtet, das hat sie jetzt nicht erst im Spiel gemacht. Aber ich weiß nicht, wie sieht das aus? Lachst du mich aus oder lachst du mich an? Ich kann mich nicht einordnen. Was ist das? Ist das ein Auslachen? Nein, das ist auch schon so Auslachen. Nein, sie lacht mit dir. Sie lacht mit dir. Also wir müssen sagen, es hat irgendwas sexy, elegant, lassives. Weibliches. Okay, ich glaube mal, der Rest von München hat das Spiel verstanden, oder? Sehr gut. Stilette, bist du bereit für den Battle? Und jetzt! Nein, wir haben's doch geübt. Peng, peng, peng. Nicht oh, oh, oh. Scheiße, voll miteinander haben wir sie gemacht. Also wirklich, so stirbt langsam hier. Nochmal.